Okay Leute, ich schmink mich jetzt und ich dachte mir, ich mache daraus so ein kleines Talk-Video oder wie nennt man das? Ist das Get Ready With Me, wenn man so redet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich mir, da das jetzt das letzte Video ist, was ich in 2017 drehe, rede ich einfach so ein bisschen und ich muss meine Haare übrigens noch glätten. Ich habe ein schwarzes, eng anliegendes Kleid an, ziehe dazu so eine Glitzerjacke an oder so. Keine Ahnung, die passt da nicht ganz dazu, aber irgendwie halt ein bisschen Glitzer muss sein. Diese eine Kette an, die habe ich mir gestern bei Brandy, glaube ich, gekauft. Also eine ganz schlichte. Ich hole kurz Ohrringe. Ich habe eigentlich gar keinen Plan, wie ich mich schminke und was ich jetzt benutze. Also was für einen Style ich halt machen möchte. Keine Ahnung. Ich mache erstmal Ordnung. Ich fange an mit Concealer. Und zwar benutze ich da welche von diesen Annabella Minerals oder so. Ich habe das noch nie ausprobiert. Probieren das jetzt mal gemeinsam aus. Nein, ich habe mein Kleid hoch. Aber er funktioniert. Boah, draußen bei uns schießen die jetzt schon Böller rum. Ich denke mir, es ist noch nicht mal... Es ist noch nicht mal 8 oder so. Weißt du, dass sie wenigstens sagen, okay, ich schieße die Böller, damit mein kleines Kind das noch sieht, bevor es schlafen geht oder so. Nein, es ist 5 oder so oder 6. Ich glaube, 6 ist es jetzt. Muss ich das verstehen? Jetzt hier mein Bademantel. Ein Tipp an alle, die auch immer beim Schminken überall alles verteilen. Deckt euch ab, wenn ihr irgendwas anhabt, was ihr auch später anziehen wollt. Damit ihr nicht alles von euch schmutzig macht. Tada! Ich glaube, dass ich kein Make-up drauf mache, weil meine Haut ist eigentlich ganz gut. Und ich habe eigentlich keine Unreinheiten so richtig. Von dem her wäre das jetzt, glaube ich, ein bisschen belastend sonst für die Haut, wenn ich jetzt irgendwas drauf klatsche. Ich will ja Musik anmachen, aber das wird dann gesperrt wegen GEMA und so. Deswegen. Ich benutze jetzt, ich mache jetzt meine Augenbrauen. Augenbrauen kann ich gar nicht, weil meine Augenbrauen sind so unförmig beide. Das ist richtig kacke. Ding ist, immer wenn ich irgendwie bei irgendwas geschminkt sein soll, also wenn ich mich halt mal fertig machen will, dann kriege ich die Augenbrauen nie hin. Wenn ich mich einfach so aus Spaß schminke und ich nichts vorhabe an dem Tag, dann kriege ich sie immer hin. So, jetzt sieht man es, die eine Augenbraue, die ist halt so spitz hier und die ist so rund. Aber es ist mir jetzt zu blöd, ich lasse das jetzt so. Ich mache jetzt meine Augenbrauen und meine halt Lidschattenzeugs und dafür brauche ich Tesafilm, aber ich habe den vorhin aufgeräumt und ich weiß nicht wohin. Dann versuche ich es mit Washi Tape. Boah, ist das schick. Okay, Mischung aus Rosa und Lila. Hey, wer ist von euch auch so? Habt ihr viele Paletten oder weniger? Weil ich habe so mega viele und ich suche dann immer mit den Paletten raus mit den Farben so und sortiere die immer alle aus. Rosa und Lila, hier habe ich halt so Basic-Töne und die brauche ich jetzt, glaube ich, eher nicht. Hier sind so rosa Töne. Die sind voll gut. Brauche ich jetzt. Hier sind so alle Farben gefühlt. Aber hier sind auch ein paar rosa und lila Töne. Das ist gut. Die Palette ist richtig gut, was so rosa und lila Töne angeht. Das ist so eine Max Factor Palette. Ich habe zwar viele Paletten, aber ich habe halt voll viele jetzt so auf Events oder so bekommen. Für die Leute, die sich jetzt denken, what the fuck, wieso hat die... Über 15 Paletten. Ich suche euch mal ein bisschen ran. Und das war's. Ich bin fertig. Ich habe so ein Lid. Das heißt, wenn ich hier auf mein Lid was drauf male, dann sieht man das gar nicht. Schau, hier, das ist weg. Das heißt, ich muss halt immer hier so den Lidschatten machen.
damit man den überhaupt sieht, dass ich einen drauf habe. Das ist mega dämlich. Ihr könnt mir ja so in die Kommentare schreiben, auf welche Videos ihr so Bock habt, weil ich habe so null Plan, was ihr so richtig mögt. Weil ich poste eigentlich teilweise gleiche Sachen, teilweise unterschiedliche Videos und irgendwie, ich weiß nicht so, was euch so am meisten gefällt. Eigentlich orientiere ich mich immer so an den Aufrufen, was euch so am meisten gefällt. Oder halt an den Likes, weil da kann man ja halt immer gucken. Deswegen ist es wichtig, dass wenn euch was gefällt, dass ihr das auch liked. Nicht damit ich sagen kann, boah, ich habe so viele Likes, einfach damit ich selber weiß, hey, okay, das Video fanden die gut. Davon kann ich nochmal ein, zwei, drei Videos machen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr mir irgendwie so Feedback gibt, was euch gefällt und was euch überhaupt nicht gefällt. Ich bin so unkonzentriert, ich mache irgendwas jetzt hier gerade. Ich glaube, ich sollte nicht gleichzeitig reden und mich schminken. What the fuck, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt nicht mehr aufnehme. Auf jeden Fall rede ich die ganze Zeit und dann merke ich so, hä, die Kamera läuft nicht mehr. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel nicht aufgenommen. Ich habe wieder überall im ganzen Gesicht Glitzer. So schaut es jetzt bis jetzt aus und wenn ich halt die Augen auf habe, so. Übrigens wundert euch nicht, dass nur die Seite belichtet ist so richtig, weil ich habe halt hier so meinen Spiegel, der hat halt Licht und deswegen ist halt dann die Seite beleuchtet, weil der Spiegel da ist. Manchmal kriege ich sie lang, manchmal auch nicht. Schön getuscht und nicht getuscht. Ich weiß, meine Wimpern sind verklumpt, aber nur so sind sie lang. Nein. Lol, ich habe einfach noch 5 Minuten Zeit. Ich muss noch meine Konturen machen, mein Highlighting. Ich muss noch meine Lippen machen und ich muss noch meine Haare glätten. Timing on point, Laura. Noch mein geliebter Highlighter. Meine Mom hat mir einen Highlighter-Pinsel geklaut. Jetzt mache ich das immer mit irgendwelchen Pinseln. Und nicht mal den Pinsel, den ich sonst immer dann benutze. Ja. Ja. Ich beeil mich. Lippen. Lippen, 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 Lippen von The Balm. The Balm, meine ich. Ich liebe den. Erstens schmeckt er voll gut. Und sieht halt schön aus. Ist halt so eine ganz natürliche Farbe jetzt. Jo. Mein Kleid, so jetzt sieht es. Das ist die Glitzerjacke. Die passt halt so nicht wirklich zum Kleid, weil das Kleid eng geschnitten ist und das ist halt so locker. So, Silvester ist jetzt vorbei. Also, sagen wir so, halt. Es ist jetzt, glaube ich, 3 Uhr oder so. Meine Freundinnen hat noch ein paar Fotos gemacht. Ich kann dich mal einblenden. Und wir haben halt ein bisschen gefeiert. So. Der erlösende Moment. Abschminken. Ich bin jetzt, wie gesagt, wieder zu Hause. Und abgeschminkt. Ich habe noch ein bisschen Glitzer im Gesicht, aber ich kriege das jetzt nicht ganz weg. Ich weiß, ich look like a piece of shit, aber ich meine, es ist 3 Uhr in der Nacht, was erwartet man? Auf jeden Fall erstmal die Fotos aussortieren, die ich gemacht habe mit der Kamera und mit meinen Freunden. Es war so kalt. Ich glaube, wir haben 1 Stunde Fotos gemacht und es war so kalt.
ignoriert mein Dasein. Ich bin ein bisschen kaputt. Diese Kamera hat kaum noch Akku. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt hiermit. Ihr könnt die Fotos auf meinem Instagram oder auf meinem Snapchat-Account sehen. So, gute Nacht. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Und ich wünsche euch ein schönes und erfolgreiches Jahr 2018. Ich habe wirklich überall Glitzer.